begrüße Sie zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bundesliga Bautzen am Sonntag um 14.05 Uhr. Der Trainer kommt gerade aus der Kabine, am Nachmittag wird trainiert, wird ein paar Eingangsworte zur Personalsituation sagen und danach Ihre Fragen. Bitte. Ja, danke. Guten Tag zusammen. Gibt nur ein Fragezeichen. Stand jetzt ist Paul Germann, der gestern gar nicht trainieren konnte aufgrund eines grippalen Infektes. Die Information ist so, dass er heute locker laufen soll und dann werden wir dann morgen im Abschlusstraining entscheiden, ob es Sinn macht, ob er spielen kann. Und der Rest hat komplett trainiert, haben in mehreren Gruppen trainieren müssen. Ich will auch nochmal das mitteilen, dass wir einige Schüler haben, die montags, dienstags komplett in der Schule sein müssen, was aber verständlich ist und auch nachvollziehbar ist. Sie sind im Abiturjahr. Wir müssen morgens früh raus, wenn dann mittwochs Training ist oder auch dienstags spät nachmittags. Also ist das schon eine hohe Belastung und deswegen ist der Kreis, oder haben wir das halt so ein bisschen in den letzten zwei Wochen ein bisschen verändert und arbeiten ein bisschen in Gruppen, um das halt einigermaßen nachvollziehbarer zu machen. Ansonsten sind wir, glaube ich, auf den Gegner, der am Sonntag kommt, recht gut vorbereitet, weil wir ihn dreimal beobachten konnten. Ich schließe gleich mal an den Gegner. Das ist ja, glaube ich, für so manchen Fan, für das Umfeld, ich nenne es mal das Regionalligaspiel schlechthin. Energie Cottbus gegen Bundesliga Bautzen hätten wir, glaube ich, vor 3-4 Jahren alle nicht für möglich gehalten. Erhöht das nochmal so den Druck für Ihre Mannschaft? Sag ich mal, vor dem Hintergrund, glaube ich, eine Niederlage, die würde, glaube ich, besonders wehtun gegen Bundesliga Bautzen aufgrund der genannten Gründe. Nürnberg hat unter der Woche gegen Fürth auch verloren. Leben die noch alle in Nürnberg? Spielen die noch weiter? Oder ist alles eingestellt? Spaß beiseite. Wir sind aber in der Regionalliga angekommen und Bundesliga Bautzen ist ein Gegner von 17 anderen. Haben sich da toll entwickelt, haben ein tolles Stadion, ich war selber da. Total nette Menschen, total zuvorkommen. Und die Mannschaft versucht, und der Verein mit der Mannschaft versucht, mit ihren Mitteln, mit ihren Möglichkeiten die Liga zu halten. Davor haben wir erstmal großen Respekt. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Druck haben können. Der Druck wird ja sowieso immer auf uns lassen, egal wie die Situation sich an welchem Spieltag ergibt. Und von daher weiß ich nicht, ob wir dadurch jetzt noch mehr oder noch weniger. Fakt ist, wir würden gerne dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen, möchten gerne den Trend der letzten Spiele bestätigen. Wichtig ist dabei auch wieder zu Null zu spielen, wichtig ist dabei total kompakt zu sein. Und das Allerwichtigste ist, auch diesem Gegner mit viel Respekt, mit viel Bescheidenheit zu begegnen. Auch der Gegner und auch diese Mannschaft hat eine gute Organisation und hat auch einen Plan. Und die weiß auch, wie man Spiele gewinnt. Und wenn wir das zulassen und glauben, eine Nachlässigkeit am Tag legen zu müssen, ja, dann kann das eintreten, was dann viele nicht haben wollen. Und dann tritt das ein, dass vielleicht dann der Fußball komplett eingestellt wird. Sie haben schon erwähnt, was Bundesliga Bautzen möglicherweise auszeichnen könnte. Erwarten Sie angesichts der Tatsache, dass in den Bautzener Reihen mit Franz Pfanne, ehemaliger Dynamo-Spieler, vor 2 Jahren noch in Dresden gewesen, im Aufgebot der dritten Liga, der Hossmann-Sohn, ich weiß gar nicht, wie er jetzt gefolgt ist, ja, spielt, dass das doch ein spielerisch anderer Gegner sein wird als der VfB Auerbach, ohne jetzt despektierlich zu sein? Also ich muss Ihnen wirklich sagen, dass Bautzen auch einen Plan hat, fußballisch das versucht, mit ihren Möglichkeiten zu lösen. Schon kompakt, aber kompakt sind heutzutage, müssen eigentlich alle Vereine sein, alle Mannschaften, egal in welcher Liga, und versuchen da über spielerische Mittel extrem gute Spielverlagerung und auf gewissen Positionen gute 1-gegen-1-Situationen machen die das mehr als ordentlich. Sie müssen überrascht, dass sie eigentlich erst
drei Punkte haben. Haben in den drei Spielen, wo wir sie beobachtet haben, Jena, Babelsberg und Hertha gegen Jena, das war total unglücklich. Unentschieden Minimum, mehr als gerecht, aber so ist das halt. Die einen ein bisschen höher, die anderen halt ein bisschen drunter. Babelsberg war ein verdienter Sieg von Babelsberg. Jetzt Hertha ist halt ein bisschen unglücklich gelaufen, sind sehr, sehr gut angefangen. Doofes Tor bekommen, Elfmeter bekommen, ich glaube alle drei Tore sogar aus Standardsituationen, haben aber dann in Unterzahl auch die Moral und den Willen gehabt, das zu korrigieren, sind noch rangekommen. Also da sehen wir auch schon extrem gute Sachen. Wir sehen natürlich auch Möglichkeiten für uns, dieses Spiel zu gewinnen. Also wir wollen uns da wirklich nicht kleiner machen und ich will da auch nichts irgendwas vertuschen. Also ich fordere da schon einen Sieg ein, aber wir müssen das alles mal im Rahmen und in Grenzen halten. Deswegen versuche ich das auch immer wieder zu vermitteln. Wir trainieren teilweise mit 12, 13 Spielern, ja. 3, 4 Einheiten die Woche, ja. Und wir sind eine komplett neue Mannschaft, ja. Jeder erwartet Automatismen, jeder erwartet schnelles Umschaltspiel und jeder erwartet, dass alles so Hand in Hand geht, ja. Also bisschen Zurückhaltung, ein bisschen wirklich mal wirklich angebrachte Demut wäre eigentlich gar nicht unangebracht, ja. Da wollen jetzt seit Saisonbeginn steht Alex Meyer im Tor, auch ein neuer von vielen. Wie sind Sie denn bis hierhin mit seiner Leistung zufrieden? Total, also auch als Typ. Ist extrem fokussiert, spielt unglaublich gut mit. Der Rest ist halt so, dass er manchmal schon zu schnell will. Es gibt auch mal Spielsituationen, wo man vielleicht auch mal das Tempo rausnehmen kann, aber mir ist das eine lieber, als dass man ihn immer wieder auffordern muss. Und der Rest wird über Erfahrung und über Training, also die arbeiten da extrem sehr akribisch, die drei mit dem Torwarttrainer und auch sehr in einer sehr guten Komplexität, also super engagierter junger Torwarttrainer, also das macht Spaß und Meier, das war schon in den Gesprächen klar, dass er total sich freut auf diese Aufgabe. Das hat er auch in Havese gemacht, da hat er sich auch sehr wohl gefühlt, aber jetzt ist es nochmal für ihn, das ist der nächste Schritt. Wenn man ihn sieht, vom Talent her, vom Willen her, auch außerhalb des Trainings viel an seinen Körper zu investieren, ist es eigentlich schade, dass er erst mit 25 sag ich mal, in einer richtigen Profimannschaft gekommen ist. Vom Talent her hätte, kann er auch höher spielen. Nochmal zurück zu der Bemerkung von Ihnen, Sie haben den Bautzen dreimal beobachtet. Worauf muss man sich denn einstellen bei den Bautzen? Auf kompakte Defensive oder überfallartige Konter? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also das war zumindest in den Spielen, die wir gesehen haben, dass sie sehr kompakt standen, aber auch nicht unfair, sehr gut organisiert und sie versuchen, Gegner zu lenken, um aus diesen Lenken schnell einen Ballgewinn zu haben und mit einer guten Spielverlagerung gewisse Spieler in eine 1-gegen-1-Situation zu bringen. Also man erkennt ganz klar, welche Vorstellungen sie haben. Und das gilt es erstmal A, zu unterbinden und B, natürlich das, was wir dann auch erkennen, dass wir dann so zum Erfolg kommen. Wichtig ist hohes Tempo, extrem hohes Tempo, mit wenig Ballkontakten. Wir haben versucht, diese Woche die Trainingsinhalte auch in den Räumen sehr zu verengen, wo man extrem reaktionsschnell handeln muss. Wenn wir das umsetzen können, was wir im Training trainieren, bin ich zuversichtlich mit dem Publikum, dass wir dann am Sonntag auch erfolgreich sind. Ich möchte mal angesichts der Situation der wenigen Spieler, die schon hier zur Sprache gekommen ist, mal auf die Personalie Christian Müller eingehen und mal fragen. Es zieht sich nun schon wochenlang hin, ich weiß nicht, ob es ein Pokerspiel seitens des Spielers ist oder dass man die einzelnen Dinge rechts und links abwägen muss. Bisher hat man immer gesagt, wenn einer nicht richtig will und nicht mit dem Herzen dabei ist und sich dem unterzieht, was wir hier für Philosophie haben, dann lieber nicht. Es ist das so eine Hängepartie schon über Wochen eigentlich. Woran liegt denn das jetzt schlussendlich? Also das stimmt nicht. Den Schwarzen Peter darf man definitiv nicht den Spieler zuschieben. Definitiv nicht, im Gegenteil. Der Spieler war hier,
vor 2 Wochen. Ist im Laufe des Montags gekommen, eines Montags. Ihm die Bedingungen wollte ich nicht mehr zeigen. Wollte einfach mal vor Ort mit ihm nochmal ein persönliches Gespräch führen. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit zu ihm Kontakt, auch schon weit vorher, wo ich noch gar nicht wieder in Cottbus zurück und eigentlich nach der Zeit, die wir gemeinsam hier in Cottbus haben, immer Kontakt gehalten, weil ich ihn sehr, sehr schätze, weil es ein extrem ehrlicher Typ ist und auch zu seiner Meinung steht. Er war hier und montagsabends, ich hatte noch 2 andere Personen mitgenommen und wir hatten einen super Abend und habe nochmal dieses neue Projekt vorgestellt. Er hat dann hier übernachtet. Wir waren dienstags in Gesprächen. Die Vorstellungen, die wir haben, haben wir mitgeteilt. Die hat er auch mitgenommen. Nur Dienstag, Mittwoch, da müssen wir dann auch ehrlich sein, kam, dass wir das so nicht machen können. Wir. Also soll man jetzt bitte nicht den Spieler irgendwas wieder, ne, weil es wird ja immer schnell, ja, der identifiziert, das stimmt alles nicht. Und vorher schon hatte er Möglichkeiten in der 3. Liga unterzukommen, was er aktuell immer noch hat. Er hat 3 Vereine, die ihn gerne haben möchten, aber er wägt jetzt ab, weil das ist sein letzter Vertrag. Und da geht es nicht immer nur um Geld, da geht es auch darum, welche Perspektive kannst du, wenn du zu dem Verein gehst, was kannst du da erreichen? Kannst du mit denen um aufsteigen? Musst du mit denen die Klasse halten? Musst du nur was stabilisieren? Hier kannst du nochmal eine Ära mitgestalten. Hier kannst du nochmal was mitentwickeln. Und seine Familie spielt dann auch noch eine Rolle. Seine Tochter ist gerade eingeschult worden. Also alles muss man das. Aber wir hatten die Möglichkeit, das Ding festzumachen. Aber wir haben dann halt entschieden, wir müssen nochmal abwägen, ob das dann auch alles so passt. Und dann haben wir donnerstags dann das Okay bekommen, dass das so geht. Und dann hat er halt für sich entschieden, dass er die anderen Gespräche auch noch folgt. Das ist absolut legitim, ja. Deswegen kann ich das und muss ich das auch so sagen, weil ich weiß, dass immer die andere Seite da schnell als schwarzer Peter gesehen wird. Das stimmt nicht. Christian Müller ist ein aufrichtiger, korrekter Junge und ich sage nochmal, der würde der Mannschaft als Typ, auch außerhalb des Platzes, brauchen wir Erfahrung und die gerade diese jungen Spieler mit unterstützen. Wir haben heute einen großen Bericht bei Ihnen in der Zeitung gehabt über Viteriti, ja. Großes Talent, ja. Und umso mehr Spieler wir haben, die dieses Profigeschäft richtig kennen, ja. Ich kann es ja nur versuchen zu vermitteln, ja. Und wenn ich aber aus der Kabine rausgehe, brauche ich natürlich auch Spieler, die das unterstützen. Können wir Spieler, es wird ja heutzutage darüber gesprochen, auf ein höheres Level bringen. Ja? Das ist aktuell, aber dafür musst du extrem fleißig sein. Du musst das mental verkraften. Ja? Das ist nicht mehr da, wo die herkommen. Ja? Das ist nicht mehr BFC, das ist nicht mehr, das ist absoluter Profifußball hier. Und hier wird absolut professionell gearbeitet. Es wird den Spielern extrem viel abverlangt, ja? Weil ich die Verantwortung haben und ich glaube, diese gewisse Spieler oder viele Spieler extrem wirklich höher zu heben. Ja. Aber das tut richtig weh, deswegen brauchen wir auch nach wie vor ein bisschen mit der Anpassung, ja, weil der ein oder andere Spieler extrem kaputt ist und sie das nicht kannten. Ja. Aber Trainingsqualität, hohe Trainingsqualität gibt hinter sicher hohe Spielqualität. Ja. Und wenn du über diesen Punkt bist, über diese Barriere, dann wenn wir richtig, richtig, richtig stabil, richtig gut Fußball spielen. Gestatten Sie, Herr Wollitz, dass ich da nochmal insistiere. Ich kann mich entsinnen, dass Sie vor 5 oder 6 Jahren, als Sie hier den Spieler Radu, der ja auch schon mal in Cottbus vorher war, bekommen haben, leise Zweifel hatten und das letzten Endes ja nicht passte, zumindest damals nicht. Ist damit nicht auch eine Gefahr gegeben in der Causa Christian Müller? Und die zweite Sache, es ist ja bekannt und hinlänglich beschrieben worden, dass er sich in Bielefeld gegen eine Anweisung, sei es aus welchen Gründen auch immer, die ich jetzt hier nicht zur Debatte stelle, weigerte, in ein Trainingslager, glaube ich, zu fahren. Was würde passieren, wenn er sich hier weigern würde, eine Anweisung von Ihnen zu befolgen?
Also erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass er eine Weisung oder Anweisung von mir oder vom Verein hier im Cottbus nicht befolgen wird. Die Geschichte Bielefeld, die Sie zu Recht ansprechen, da gibt es dann aber auch dann die Wahrheit dazu, dass alle sich eigentlich gegen dieses Trainingslager ausgesprochen haben, weil es damals Unruhen gab in der Türkei, das dürfen wir ruhig so sagen. Und er hat das dann durchgezogen und ihn haben sie dann halt, hat der Verein entschieden, dass er keine Rolle mehr spielt. Daraufhin ist er zu Michael Oerning nach Ungarn gegangen. Also ich halte das als konsequent. Ja. Was ich nicht weiß, also ich war jetzt nicht in den ganzen Gesprächen dabei, aber das ist für mich nicht interessant. Was Radu kann ich mich zu äußern, weil ich damals daran beteiligt war. Es war ein Spieler, da war der Wunsch im Verein, im Umfeld, überall diesen Spieler zurückzuholen, weil er hier eine sehr erfolgreiche Zeit hatte. Die ist unbestritten, die war total wichtig seiner Zeit, nicht nur seine Tore, auch das Geld, was generiert worden ist. Und dann kam er zurück und da muss ich halt einfach sagen, dieser Spielertyp passt nicht zu dem Trainer Wollitz. Die Spielart passt nicht zum Trainer Wollitz. Und was auch nicht zum Trainer Wollitz passt, dass ein Spieler wichtiger ist als die Mannschaft. Punkt. Und so habe ich mich dann verhalten. Ich habe ihm 15 Spiele die Chance hier gegeben. Er ist immer aufgelaufen und musste dafür ein Top-Talent Nils Pedersen verbergen. Bis ich dann gesagt habe, in der Rückrunde, das mache ich nicht mehr. Pedersen ist besser und passt auch besser zu Jula. Und wenn wir dann auch noch mal die Wahrheit sagen, wenn Jula den Ball hatte, wen hat er angespielt? Radu. Wenn Radu den Ball hatte, wen hat er angespielt? Jula. Auf Kosten der Zuschauer, auf Kosten der Mannschaft, auf Kosten der Entwicklung. Und daraufhin ist dann irgendwann von mir die Entscheidung gefallen worden, ich setze ihn auf die Bank. Und damit war er nicht zufrieden, weil Legenden müssen ja spielen. Nee, nicht Legenden müssen spielen, eine Mannschaft muss spielen. Und da habe ich bei Christian Müller definitiv keine Angst. Weil er hat diesen Charakter, die gerade in so einem Projekt wichtig ist. Er ist mit Bielefeld aufgestiegen, aus der dritten Liga. Ja. Wo er ein total wichtiger Spieler ist. Ich glaube, 12 Tore geschossen. Ja. Hat mit Bielefeld die Klasse gehalten, ja. Und hat dann noch den Charakter, okay, wenn die Entscheidung dieser Mannschaft so ist, das auch durchzuziehen. Das sind ja Typen. Ja. Wir wollen ja zwischendurch auch noch nach wie vor Typen haben. Ein bisschen abweichend von dem, wir haben die ersten kalten Tage hier erlebt, es wird noch kälter werden. Deshalb die Frage, gibt es schon was zum Winter zu sagen, speziell zum Wintertrainingslager? Im letzten Jahr ist es ja entfallen. Warum ist es letztes Jahr entfallen? Na, ich denke mal, dass die Finanzen wahrscheinlich auch ein bisschen eng waren. Ne? Nee, man hat sich entschieden, 3 Spieler zu holen. Die Argumentation von mir Jutta war damals, wir haben hier tolle Bedingungen, wir sind das nicht so hart, wir bleiben hier. Ja. Und man hat 3 Spieler geholt. Und man hat ein paar Spieler geholt. Also, aber um Ihre Frage zu beantworten, also es ist weder geplant, weder abgesagt, es ist noch gar nicht zur Diskussion gebracht worden. Und ich werde nicht hingehen und fragen, ob wir ins Trainingslager gehen, wenn der Verein uns das ermöglicht. Und die Situation, das verlangt, wäre das schön, aber in der Tat ist es so, dann glaube ich nicht, dass das so unbedingt wichtig wäre. Also dann wäre es eigentlich grundsätzlich im Sommer mal wichtig gewesen, weil man eine komplett neue Mannschaft hat, sich mal 3-4 Tage zurückzuziehen und einfach mal über Themen, sagen wir inhaltlich, intensiv zu sprechen, wo nicht der eine auf die Uhr guckt oder der andere sagt, ich habe die oder die Verpflichtung. Wenn es so kommt, sage ich nicht nein, wenn nicht, also ich bin jetzt nicht der größte Verfechter dieser Geschichte. Ja. Also das stimmt schon, dass die Bedingungen bei uns gut sind, mit der Voraussetzung, die Bedingungen werden auch dann ermöglicht. Ne? Ich meine, das eine ist eine Rasenheizung haben, aber das andere ist auch eine Rasenheizung anmachen. Ja. Ja, nee, ich meine, da reden wir schon von hohen Kosten. Ja. Das meine ich jetzt gar nicht so, das kann ich nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Ich möchte mal zurückkommen auf das nächste Spiel gegen Budissa Bautzen. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste, ist mir schon klar. Haben Sie trotzdem schon den Donnerstag so ein bisschen im Hinterkopf, dass man sich da jetzt nochmal so ein bisschen Schwung holen kann für Jena oder zumindest keinen Schwung sich selbst nimmt im Hinblick auf dieses wichtige Spiel? Ja,
Ja, aber es ist ja, sind ja zwei unterschiedliche Spiele. Erstmal ist es so, dass wirklich das nächste Spiel wirklich extrem wichtig ist und da auch wieder alles abverlangen wird. Wenn man die Vorbereitung auf das Spiel beim BFC gesehen haben, ja, die waren äußerst bescheiden, ja, die waren doch unterirdisch und dann haben wir trotzdem da ein Top-Spiel gezeigt. Also Sonntag gegenüber nächste Woche Donnerstag sind zwei verschiedene Schuhe. Was mich ärgert ist, was heute auch dann kommuniziert wird, geschrieben wird, ist die Anschlusszeit. Und was wieder mal Fakt ist, ja, weil das ja immer so wird, so suggeriert wird, Cottbus hat dann hohen Stellenwert. Das wird so, wie so gerne gekottbustert hätte. Wir haben wieder eine zusätzliche englische Woche. Diese Paarung Jena im Cottbus ist schon seit 8 Wochen eigentlich, steht die fest. Und eine Woche oder 10 Tage vorher wird festgestellt, dass das Spiel da nicht stattfinden kann. Das ist eigentlich für mich auch vom Verständnis her schwierig zu verstehen. Und dann ist es halt eben so, die eine Mannschaft spielt Freitag und die andere Mannschaft spielt Sonntag. Also wir haben immer ungleiche Voraussetzungen. Ich hätte gerne immer englische Wochen, alle die gleichen Voraussetzungen und das permanent. Das habe ich hier schon mal gesagt. Ja. Nur dann sieht man eigentlich, wer gut arbeitet und wer sich schnell regenerieren kann. Und deswegen müssen wir erstmal Sonntag und dann gucken, was ab Sonntag eigentlich für uns zur Verfügung steht auf Donnerstag. Aber dieser Plan oder diese Spielansetzung, die gibt es schon seit Juli, ja. Und deswegen, und da jetzt hinzukommen und immer noch darüber zu diskutieren, ja, mehr als fragwürdig. Mehr als fragwürdig. Auch auf die Gefahr hin, dass das möglicherweise hier schon bei den Cottbuser Kollegen eine Rolle gespielt hat. Sie hatten sich ja mit großer Kraft und Vehemenz dafür eingesetzt, dass gerade die Energiefans am verlängerten Wochenende doch eventuell eine Möglichkeit eingeräumt bekommen, dort nach Jena zu fahren. Das ist nun durch den Entscheid des NOV hinfällig geworden. Wie gehen Sie damit um? Und hat denn eigentlich auch schon jemand berechnet? Ich habe gestern im MDR gesehen, da wurde mal die Zeit des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs gezeigt für Leipzig, was ja vom Meridian nicht weit von Jena, also vom Längengrad, ist. Heute werden die wohl auf 18.56 Uhr oder 57 gehen. Das heißt, in ein paar Tagen, wann das Spiel ist, weiter zurück, ja, dann ist Dämmerung beim Abpfiff. Hat das eine Rolle gespielt in der Diskussion mit Jena? Ich habe letzte Woche Mittwoch, Donnerstag mit Jena telefoniert. Denen war das auch. Die hätten auch lieber einen anderen Terminvorschlag gemacht. Dann kam Freitagmorgen kam die Ansätze oder die Bitte vom Staffelleiter, dass am 29. um 17 Uhr, ich habe dann mittags aus dem Bus auf dem Weg nach Auerbach den Staffelleiter angerufen und habe ihn gefragt, ob es andere Möglichkeiten geben würde. Und dann hat er gesagt, er weiß, er versteht das auch, aber es muss unter der Woche stattfinden, weil wir haben, wie Sie auch wissen, mit dem Pokalspiel hier gegen Fürstenwalde eine Riesendiskussion gehabt, ja, was eigentlich auch nicht nur unsere Schuld war, da wurde auch nur der schwarze Peter Energie Cottbus, ja, hat das einfach mal so bestimmt, ja, das stimmt so nicht. Und dann hat er gesagt, es wird auf jeden Fall unter der Woche, eigentlich muss das noch früher als 17 Uhr stattfinden. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und was machen wir jetzt mit den beiden Fanlagern, die eigentlich für die meisten Zuschauer, Lok Leipzig hat jetzt auch zweimal eine gute Zuschauerzahl gehabt, einmal im Derby und einmal gegen uns, ansonsten liegt das so bei 3000 Zuschauer, aber das ist für Regionalliga auch schon ordentlich, aber Jena und Cottbus haben schon eine stattliche Zahl und Cottbus gerade in den Spielen BFC, Dynamo, Lok. Ich habe das alles versucht zu erklären und dann hat er gesagt, er versteht das, aber es wird unter der Woche stattfinden und wahrscheinlich dann noch früher. Oder wir einigen uns, beziehungsweise er setzt das am 29. an. Und dann hat gesagt, okay, wenn Sie das ansetzen, ich werde jetzt nicht sagen, dass wir nicht antreten wollen, weil unser Ehrgeiz ist schon da,
uns dann auch da so zu verhalten. Aber es ist unfassbar schade. Es ist traurig, deswegen sage ich das. Das Spiel ist schon seit mehreren Wochen angesetzt. Ja. Seit mehreren Wochen weiß das an diesem Wochenende dieses Spiel stattfinden soll. Ich glaube, dass seit mehreren Wochen weiß, dass da eine 200-Jahr-Feier ist, ja. Und dass dann kurzfristig das Feuer so eine Dramatik nimmt, finde ich für die Fans schade. Finde ich aber auch für die Regionalliga an sich schade, weil die Fans ja auch für eine extreme Tradition stehen. Und gerade beide Fanlager und beide Vereine hätten auch zeigen können, dass wir dann super Sport zeigen, fußballerisch und auch auf den Rängen. Und das wird wahrscheinlich nicht stattfinden können, weil viele Fans das nicht schaffen. Und das ist wieder mal ein Schlag ins Gesicht, ja, gegen das System, das muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich auch gesagt, wir brauchen uns eigentlich nicht mehr darüber unterhalten, über Sponsoren, über Anschlusszeiten, ne? Weil wir können auch um 11 Uhr anfangen, weil letztendlich interessiert es sowieso keinen. Es wird so gemacht, wie es gerade gemacht werden muss. Genauso finde ich es unfassbar schade. Ich finde es gut, dass viele Live-Spiele sind, dass die, egal welche Regionalliga, ob West, Nord, Ost, Süd, dass viele Live-Spiele gezeigt wird. Aber es kostet dem Verein ja Geld. Geld, ja. Was alle Vereine brauchen. Ja. Gestern Abend, wenn sie St. Pauli gesehen haben, gegen 60 München, auch danach die Berichterstattung, weil ich habe mir das Spiel intensiv angeguckt, weil ich am Montag das Spiel kommentieren darf, Union gegen St. Pauli. Erstmal schätze ich den Evalin, das wissen Sie auch, wo der dann auch sagte, ja, das ist keine Gleichheit mehr im Fußball. Ja. Und trotzdem sind die Erwartungen enorm hoch. Ja. Da wird der Trainer nach 3 Spielen rausgeschmissen, da wird der Trainer nach 2 Spielen in Frage gestellt. Das ist unglaublich, welche Schnelllebigkeit wir haben. Und es geht auch nicht mehr um Kontinuität. Ja. Und deswegen sage ich ja, wir müssen auch kurzfristig, ob Druck hoch oder wenig, ja, kurzfristig Erfolge, 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 wie auch immer. Ja. Ob wir mit 8 Mann trainieren, ob 11 Mann zur Schule gehen, ob wir 13 Mann zur Verfügung haben, das interessiert gar keinen mehr. Entscheidend ist, was passiert am Donnerstag, am Sonntag um 14:05 und um 17 Uhr, wenn dann nächste Woche gespielt wird. Ist egal, ob da 500 Fans, ja, ich hätte gerne 2000 Fans, ja, weil die wichtig sind, weil das auch für den Zusammenhalt und auch für die Außendarstellung, aber es wird uns nicht ermöglichen. Wenn ich nur das kurz streuen darf. Geschmäckler hat ja auch die Sache, zumindest haben das Thüringer Kollegen gesagt, dass es dort eigentlich nicht nur um Polizei geht, sondern um dieses berüchtigte Frauen-Bundesligaspiel Jena gegen Hoffenheim, was angeblich aufgrund der Satzung und Reglement des DFB in Vorrang hätte. Ich habe mich da eingelesen, das stimmt, weil das Bundesliga ist und das Regionalliga hat die Bundesliga immer Vorrecht vor der Regionalliga. Genau das ist das Thema. Das wird aber dann versucht, unter dem Tisch zu halten. Ja, richtig. Wieder mal auf Kosten der Fans, ja. Das müssen wir ganz klar sagen. Ja. Traue Scheiben-Rutzler zwar im Gespräch. Also, ich weiß nicht, wer diese Diskussion angezettelt hat. Das ist der größte, wenn das auch noch jetzt entschieden worden wäre, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann müssen wir uns eine andere Arbeit suchen. Weil das, stell dir mal vor, in Dortmund ist eine Demo, das Spiel gegen Bayern München, ja, kann nicht um 17 Uhr angepfiffen werden. Dann sagt einer, ja, wir machen einen Tausch. Also, dann glauben ja noch viele, das wäre ein Riesenvorteil für Energie Cottbus. Das sage ich ganz ehrlich, das wäre der größte, noch ein weiterer Nachteil. Der erste Nachteil ist schon, dass wir da am Donnerstag um 17 Uhr spielen. Wir müssen auch mal überlegen, wann reisen wir eigentlich an? Wann reisen wir eigentlich an? Wenn wir am Mittwoch anreisen und den Donnerstag, haben wir 2 komplette Tage, wo wir das Hotel bezahlen müssen. Wir reden hier nicht von einem Tag. Wenn wir aber samstags spielen, dann reisen wir freitags abends an, ja, dann bezahlen wir nur einen Tag, weil wir dann mittags um 12 Uhr wieder raus sind. Ja. So bezahlen wir 2 Tage. Ja. Aber die Regionalligisten, die haben so viel Geld. Ja. Die Investoren, die stehen hier Schlange, die Sponsoren stehen hier Schlange. Wir brauchen auch gar keine Zuschauer, brauchen wir gar nicht. Wir machen das alles. Unfassbar. Ja. Es ist einfach nicht in Ordnung. Und so kann ich natürlich den Fußball auch in Frage stellen. Ne. Zumindest auf unsere Ebene. Ne. Da oben wird ja sowieso genug passieren, aber was nach unten passiert, ja. Schade. Eine Frage noch, Sie haben schon angesprochen, Trainerentlassung ist das Stichwort. Sind Sie überrascht von den Vorgängen in Nordhausen? Gute Frage. Also
es ist ja widersprüchlich. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, aber nur weil ich das lese. Sie haben nicht das Ziel ausgegeben, aufzusteigen. Sie haben das Ziel herausgegeben, dieses Jahr die Mannschaft stabil zu machen, um dann in der nächsten Saison anzugreifen. Tja. Viele neue Spieler, viele Verletzte. Was ist jetzt eigentlich das Ziel da? Das kann ich dann nicht ganz nachvollziehen. Und was ich gar nicht nachvollziehen kann, man arbeitet doch im Trainerteam. Ist dann nur diese eine Person dafür verantwortlich? Nach außen ja. Aber im Innenleben gibt es doch keine One-Man-Show mehr. Die gibt es doch schon lange nicht mehr im Fußball. Also wenn du als Trainer es nicht schaffst, so zu moderieren, dass du alle mitnimmst und dass die Meinung der anderen nicht unwichtig ist, dann trifft man gemeinsam die Entscheidung. Und ich trage es natürlich vor. Das heißt ja nicht, wenn ein Trainer geht von sich aus oder gehen muss, dass immer alle, aber dass nur diese eine Person nach 6 Spielen in Frage gestellt wird, ja, das wundert mich. Ja. Ich habe zum Beispiel in den Spielen, wir haben Wacker Nordhausen jetzt mittlerweile auch 3-mal gesehen, ja. Ich schätze den Torwart Tino Berbich sehr, ich mag ihn, ich habe mit ihm 2-mal zusammenarbeiten dürfen, sehr, sehr erfolgreich, aber er hat auch schon 3 Torwartfehler gemacht. Ist dafür der Torhüter, der Trainer für verantwortlich? Ich weiß es nicht. So. Und Neuaufbau ist Neuaufbau. Und ich kenne den Kollegen Albersbinger nicht, aber ich finde es einfach gegenüber die Person, wenn man einen aus München holt und nach 6 Spielen sagt, wir wollen hier was aufbauen, wir wollen was stabil machen und dieses Jahr nach außen transportiert, der Aufstieg, wir sind keine Aufstiegsmannschaft, wir müssen uns erst dahin entwickeln und wird nach 6 Spielen nach Hause geschickt. Finde ich einfach mehr als fragwürdig. Gut, ich sehe keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich. Ganz kurz, nächste Woche, wie ist denn die Planung vor dem Jena-Spiel? Machen wir eine PK oder ein kurzes Intermezzo oder vor? Wenn bitte am Donnerstag, Dienstag um 12. Machen wir am Dienstag. Ja, ich glaube 12:30. Weil Sie so nett fragen und die Lausitzer Füchse so gut gestartet sind, selbstverständlich gerne. Auch das beobachten wir, ja. Wir haben es noch nicht analysiert, aber wir beobachten. Also wir können dich aussuchen. Allem zusammen. Alles klar, gerne. Alles klar, Dankeschön. Wie gesagt, wir bewegen uns Richtung 3000 Vorverkauf, hoffen wieder auf 5000 im Stadion oder auch mehr. Machen Sie ordentlich Werbung. Wir sehen uns Sonntag.